Freiheit. Wie wird das zu Hause sein, nach 10 Jahren? Wow, es ist genau wie in meiner Erinnerung. Nur verschwommener. Wie ein liegengelassenes Polaroid. Von außen wirkt es fast charmant. Der Charme ist nicht das Problem. Strukturelle Intaktheit? Schon eher. Glaubst du, es könnte sein, dass der Käufer es, abreißen lässt? Wenn es jemand kauft, kann er damit machen, was er will. Kümmert dich das gar nicht? Dich etwa? Klar. Überall hier sehe ich Bilder unserer ganzen Abenteuer. Und ich sehe überall nur sie. Allison, wir könnten was essen gehen. Morgen loslegen. Nein. Wir schaffen das nur, wenn wir anfangen. Nach dir. Aus Fireweed was geraucht? Lass mich doch mal mich umgucken und vielleicht in Erinnerungen schwelgen. Okay, rennt automatisch. Unfassbar, dass sie noch hier sind. Ja, verstecken wir sie, damit sie möglichen Käufern keine Angst einjagen. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Wie konnte sie mit dem Ding auf den Straßen hier fahren? Sie hätte sich eher den Hals gebrochen, als ein neues zu kaufen. Ja, ich warte noch auf unsere versprochenen Fahrräder. Ich hatte eins von Eddie, aber ich hab's kaum benutzt. Es ist fest verschlossen. Was hat sie nachts hier draußen gemacht? Komm schon, Mann. Denk, wir durften nie ihr Werkzeug benutzen. Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass wir uns verletzen. Oder sie dachte, wir machen Randale und zertrampeln ihre geliebten Pflanzen. Und das hätten wir wohl. Also... Naja, immerhin ist das Werkzeug da. Das hilft beim Reparieren. Die sind auch echt gut. Marianne legte Wert auf Qualität. Hausgemachte Reinigungsprodukte helfen sicher dem Planeten, aber ihre Lagerfähigkeit ist für die Katz. Schreib das auf die Einkaufsliste. Weißt du noch, wie wütend sie war, wenn wir nicht den Kompost benutzt haben? Und sie wusste genau, wann wir gelogen haben. Verschwende nichts oder sag dem Planeten leb wohl. Ich wette, wir haben coole Sachen da drin versteckt. Nein, du hast recht.
Och, würde ich gerne. Oh, da kam wohl jemand zu Besuch. Lustig. Ich erinnere mich gar nicht an die, als wir Kinder waren. Bestimmt hat unsere Mutter ihnen eine Heidenangst eingejagt. Ja, so wie jedem anderen auch. Nee, oder? Unfassbar, dass die noch hier sind. Was meinst du? Was hast du gefunden? Unseren versteckten Schatz. Echt jetzt? Warum haben wir ihn da versteckt? Kobold-Geheimnisse sind absolut sicher. Wenigstens brauchen wir die jetzt nicht. Zum Glück. Weißt du noch der Schneesturm von 2004? Marianne ließ uns schaufeln. Stundenlang. Immerhin hat sie ein Spiel daraus gemacht. Stimmt. Die Tunnel, um dem zu entkommen. Eines ist sicher. Sie konnte uns zu allem bewegen, wenn sie eine Kobold-Geschichte daraus machte. Also das sieht mir nicht nach grüner Energie aus. Nicht, dass sie das Geld für Solarpaneele gehabt hätte. Hey, erinnerst du dich daran? Du hast recht. Sorry. Gehen wir rein. Nach dir. Verschlossen. Naja, gut, dass ich daran gedacht habe. Ist das der richtige Schlüssel? Klar. Vielleicht hat jemand das Schloss ausgewechselt. Wer würde sowas denn machen? Keine Ahnung. Wir sind aufgeschmissen. Gibt's einen Plan B? Ja, wir kommen anders rein. Keine verschlossene Tür kann die listigen Kobolde aufhalten. Ja, wir kannten doch Millionen Wege rein und raus. Einer davon muss funktionieren. Kobolde. Mehr gedacht. Oder soll ich sagen? Wir waren fast öfter Kobolde, als dass wir Kinder waren. Oh, erinnerst du dich an all die anderen Wesen? Die Mondhexe, den Eiskönig, den alten Bären? An die meisten schon, ja. Aber nicht mehr so genau. Hey, weißt du, wo das Buch mit all den Geschichten ist? Nein, keine Ahnung. Aber beim Aufräumen finden wir es sicher wieder. Sesam, öffne dich. Lass mich raten. Abgeschlossen. Ja, kennst du noch andere Passwörter? Bringt nichts. Das kann ich auch nicht öffnen. Macht nichts. Wir finden einen anderen Weg rein. Zumindest scheint sich hier niemand eingenistet zu haben. Irgendwelche Vorschläge, wie wir jetzt reinkommen? Wir haben als Kinder immer unter dem Haus gespielt. Ja, und all unsere Koboldschätze dort versteckt. Es gab eine Luke, oder? Die zur Wäschekammer führt? Na klar. Ich hoffe, die ist nicht zu klein. Ich bin ja keine Elf mehr. Oh,
Brauchst du Hilfe? Nein, es geht schon. Okay. Wenn wir das Brett aus dem Weg schaffen, kann ich mich vielleicht durchquetschen. Wir brauchen also was, um es aufzustemmen. Es ist festgeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher. Ich glaube, in der Hütte war einer. Es ist fest verschlossen. Wenigstens steht die Hütte noch. Ja, aber ich will nicht darüber nachdenken, was da drin alles lebt. Tja, besser lebend als tot, was? Igitt, ja. Kümmern wir uns später darum. Es gibt anderes zu tun. Okay. Hier sollte irgendwas Brauchbares sein. Mary Ann hat wohl doch was Brauchbares hinterlassen. Ja. Wir müssen jetzt allerdings noch reinkommen. Ohne kaputte Fenster. Mal sehen. Was ist das? Spürst du das? Und kommt da erst wieder raus, wenn das Zimmer picobello ist. Oh. Jetzt kriege ich schon zum millionsten Mal Ärger und das nur wegen dir. Du und deine große Klappe. Du hast doch dasselbe gedacht. Du warst nur zu feige, was zu sagen. Was wird das auch bringen? Sie hört uns doch sowieso nie richtig zu. Ich schreie es ihr lieber in ihr blödes Gesicht, als stumm wie ein Fisch zu sein. Mist, Schlüssel vergessen. Wir müssen ihn zurücklegen. Vielleicht verstecken wir ihn irgendwo. Nur so, aus Spaß. Die Kobolde sollen der Prinzessin helfen, keine Streiche spielen. Was soll's? Du bist langweilig. Ich will nur nicht, dass es ihr noch schlechter geht. Wow. Ist das eben echt passiert? Weiß nicht. Ich hab's auch gesehen. So fühlte es sich an, als wir unsere Gedanken teilten. Mit unserer Stimme. Ja, stimmt. Aber das waren wir vor 10 Jahren, oder? Ich kann mich kaum daran erinnern. Glaub schon. Und, das ist neu, oder? Ja. Wir teilten Gedanken und Gefühle, aber Erinnerungen konnten wir noch nie abspielen. Wie kommt es dazu? Und wieso die Erinnerung? Ich weiß nicht. Das ist gruselig. Komisch. Aber die Stimme war immer gut. Das vielleicht auch. Ich spüre wieder etwas. Bei der Scheune. Ja, ich mich auch. Gehen wir zum stummen Frosch. Ich komme. Was? Hör auf zu schmollen. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Okay, dann willst du wohl nicht sehen, was in der Schatzkammer versteckt ist. Was? Oh, doch, das will ich. Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen. Wir müssen uns nur daran erinnern, welcher der stumme Frosch ist. Also... Verdammt, wo ist der Schlüssel? Wirklich? Spaß. Komm schon. Okay, sorry. Danke, dass du nichts verraten hast, Kumpel. Hab ihn. All die Mühe für einen Schraubenzieher? Hast du eine bessere Idee, wie wir reinkommen? Hm. Wo kommt die Kiste her? Sieht brandneu aus. Von mir ist sie nicht. War vor kurzem jemand hier? Heute ist euer Glückstag, Vögelchen.
Ja, verwirrend, was hier so passiert. Diese Erinnerungen. Das scheinen beide zu kennen. Ich würde sagen, wir versuchen trotzdem mal ins Haus zu kommen. Sicher, dass du da rein willst? Das war unser erstes Versteck, weißt du noch? Wer weiß, was jetzt da unten lebt. Alles okay da unten? Tyler? Oh, das ist nicht lustig! Warum muss ich dann lachen? Okay, schön. Aber du bist ein Idiot. Alles klar. Diesmal gehe ich wirklich rein. Okay, wir sehen uns gleich bei der Eingangstür. Autsch! Alles okay? Was ist passiert? Ich habe mir blöd den Kopf gestoßen. Warte. Wo bist du? Hi. Ich bin draußen. Aber ich höre dich in meinem Kopf. Die Stimme ist zurück. Heilige Scheiße. Du, weißt nicht zufällig, wie man zu Luca kommt? Ich glaube schon. Wir finden es zusammen heraus. ETF. Stimmen im Kopf. Drachen voraus. Nach links, glaube ich. Oh mein Gott, wie schön. Einfach so viele Erinnerungen. Wow, hätte echt nicht gedacht, dich nochmal zu sehen. Es ist lange her, Kumpel. Nö, es war rechts. Mein Fehler. Der Treasure Room. Ah, ihr Schatz. Du hattest recht. Natürlich. Ein Kobold vergisst nie, wo seine Schätze liegen. Nicht Marianne nahm uns wegen der Teller ständig in die Mangel. Aber ein Kobold bewahrt seine Schätze. Pink. Es musste immer pink sein. Am Schatz vorbei. Geradeaus. Also, ich war beinahe davon überzeugt, dass unsere Stimme eine weitere Kindheitsfantasie war. Ich auch. Aber wir sind wirklich verbunden. Der wilde Jäger. Warum macht mir sein Name immer noch Angst? Er entsprang Marianne's Feder. Die gruseligen Wesen kamen von ihr.
Hause. Alles okay? Ich überleb's. Schön, deine Stimme zu hören. Ja, ebenso. Also, kommst du rein oder nicht? Ich arbeite dran. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Tja, da wären wir. Also, wo fangen wir an? Wir entscheiden, was wir behalten, was weg kann und sehen, was wir noch so in diesem Haus finden. Wow, es wirkt so irreal. Maschinenreparatur, Sam Kay. Winter in Texas, zu teuer. Tessa? Okay, mal sehen. Regal kaputt, Krug kaputt und die Waschmaschine kaputt. Der Trockner hat eh nie funktioniert. Marianne hielt Wäschetrockner für das pure Böse. Energiesünder. Wäsche aufhängen habe ich gehasst. Hab wochenlang dieselben Sachen getragen und mich so davor gedrückt. Die gruseligen Masken müssen weg, um mögliche Käufer nicht zu verschrecken. Oh, du willst also niemanden mit diesen Masken erschrecken? Hey, ich habe die Maske nur aufgesetzt und Krieger gespielt. Du hattest immer wahnsinnige Angst davor. Aha. Nicht, dass ich sie sehr lang tragen durfte. Das Bad riecht immer noch nach Marianne. Einmal richtig putzen, dann ist das auch erledigt. Weißt du noch, jeder von uns wollte immer am größten sein. Als ob wir darauf irgendeinen Einfluss gehabt hätten. Und am Ende war es ein Unentschieden. Ja, und das ganze Dehnen hat mir überhaupt nichts gebracht. Ich wollte dieses Kleid im Garten vergraben, aber Marianne hat mich erwischt. Es war ein hübsches Kleid. Naja, wir wissen ja beide, hübsch war nie mein Ding. Was würde der junge Tyler denken, wenn er jetzt reinkäme und mich sehen könnte? Was machen wir mit all ihrem Schmuck? Tja, ich werde ihn bestimmt nicht tragen. Dann also Spendenkiste. Wow. Ich hatte ihre komischen Hausmittelchen ganz vergessen. Und wie sie sie immer an uns ausprobierte. Wie an Laborratten. Handgemacht. Nach 10 Jahren noch heil. Wahnsinn. Das könnte man vom ganzen Haus behaupten. Nein, wir gehen noch nicht nach oben. Ich glaube, oben ist es passiert. Da gehen wir noch nicht hin. Ich dachte, nach all der Zeit sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. Schnur, Kleber, Gaffer.
Damit lässt sich wirklich alles reparieren. Marion liebt es, Dinge zu reparieren. Tja, vielleicht hätte sie mal lieber ihren eigenen Kopf reparieren sollen. Kannst du dir Marianne beim Therapeuten vorstellen? Nein. Aber apropos... Therapie ist teuer. Mir geht's gut. Ja. Therapie. Beste Mom. Meinst du, wir haben das ernst gemeint oder wollten wir sie nur glücklich machen? So oder so stimmt es nicht. Beste Mom, gesponsert von den örtlichen Kobolden. Aber warum haben sie das dann gemacht? Das beantworten sie gerade nicht. Ich dachte, nach all der Zeit sei ich besser auf dieses Chaos vorbereitet. Was wollte sie mit all den Einmachgläsern? Sie tauschte selbstgemachte Marmelade immer gegen neue Sachen ein. Sie hat alles getan, um über die Runden zu kommen. Naja, nicht alles. Wie ist es für dich, wieder hier zu sein? Ich dachte, ich weiß, was kommt, aber alles trifft mich völlig überraschend. Meine Nerven liegen blank. Verstehe ich. Was ist mit dir? Alles okay? Es ist nicht so schwer, wie ich dachte. Aber in Fireweed ging es auch viel darum, emotionale Reaktionen auf Stress richtig zu regulieren. Und das funktioniert? Es hilft, sich darauf zu konzentrieren, dass wir hier sind, um damit abzuschließen. Tja, ich kann wohl nicht loslassen, bis es wirklich weg ist. Wir hatten nie Zeit, die Sammlung zu vollenden. Das ist aus einem der Preisautomaten vom Wecki-Laden, stimmt's? Ja. Man schob eine Münze auf dem kleinen Tablett hinein und voilà, ein Sticker kam raus. Mom, wegen der Anmeldung beim Eishockey-Team. Mom! Entschuldige, was? Oh, das geht nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Du hast es versprochen. Quengle weiter so und aus dem nächsten Jahr wird ein Nie. Schneidest du mir die Haare? Die sind kurz, so wie sie sind. Aber ich will kurze Haare. So richtig kurz. Was? Ich bin müde und beschäftigt. Reden wir später darüber. Das sagst du immer. Es hat so genervt, dass Marianne zu allem Nein gesagt hat. In den letzten Monaten war sie nur noch schlecht drauf. Ja, und komplett taub gegenüber allem, was ich eigentlich von ihr brauchte. Zu mir hat sie auch ständig Nein gesagt. Stimmt, doch bei mir fühlte es sich persönlich an. Sie wollte den Planeten schon retten, bevor es durch Al Gore cool wurde. Hat Al Gore je etwas Cooles getan? Nee. Mit einer Sache hatte sie wohl recht. Aber man kann niemandem vorwerfen, nicht auf die verrückte Marianne Ronan gehört zu haben. Ich wusste gar nicht, dass ich den Geruch von Feuerholz so vermisst habe. Ja. Marianne war meistens so müde, dass sie auf der Couch einschlief. Ah, deswegen war es so schön. Keine Marianne. Wir haben die Stimme benutzt, um sie nicht zu wecken. Wir blieben die ganze Nacht wach, erzählten Geschichten, sahen dem Feuer beim Ausgehen zu. Und Marianne wusste von nichts. Ja. Und so tauchen wir immer tiefer in die Geschichte dieser drei Personen.
und Tyler Allison mit ihrer Mutter Marianne. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao, ciao.